Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einem neuen Projekt, dem Projekt Ulvur. Das heißt unsere lebendige Welt, unser Rollenspiel, nämlich ja, ein Projekt, wo ihr mitmachen könnt. Es ist interaktiv, weil es gibt viele Mods, die leider uns ein bisschen verwehrt bleiben. Die sind alle im Kreativmodus nur zu bekommen. Und da hatte ich eine gute Idee, wir könnten ja darum Quests machen. Ihr gebt mir Quests, dürft einen NPC haben aus der Custom NPC Mod, deshalb ist es 1.12.2, weil den gibt es nicht in neueren Versionen. Und dafür kann ich mir dann ein Item aussuchen, was zum Beispiel in einem Gebäude vom NPC dann vorkommt. Und so seid ihr sozusagen drin. Weil, ja, man kann das nicht als Server machen, vor allem es ist halt einfach auch sehr. Ja, performance-lastig solche Mods und die machen auf einem Server nicht so viel ja, flüssiges Gameplay möglich. Es gibt immer wieder kleine Bugs oder sonst irgendwas, was im Singleplayer nicht gibt oder kaum gibt. Und ja, 1.12 war ja noch die Version, wo eigentlich das Spiel so ziemlich gut gemoddet war. Weil dann kam ja noch ein, ich glaube die 1.13 oder 1.14, wo das Modding-System ein bisschen umgekrempelt wurde. Also ja, der Hintergrund vom, ja, wie gemoddet wird, die Technik. Und da wurde einfach dann viele Mods stillgelegt. So, wir brauchen eine Spitzhacke. Also, ihr dürft in den Kommentar schreiben. Lest am besten mal die Beschreibung, da wird alles nochmal kurz erklärt, was ihr genau machen dürft. Also dürft ihr eigentlich alles machen. Ja, und dann seid ihr eigentlich dabei zwischen den Folgen. Ich werde natürlich dann so schnell wie möglich das umsetzen versuchen. Vor allem mal der NPC spawnen, der hat halt noch kein Haus, aber das Haus können wir dann bauen für ihn. Und das müsst nicht unbedingt ihr sein. Ihr könnt zum Beispiel einen Fantasie. Eine Fantasiefigur für euch verwenden. Vielleicht mit eurem Namen noch, aber es muss nicht unbedingt ja, einfach eure Person sein. Und dadurch füllen wir die Welt. Ich kann natürlich auch selber NPCs erfinden, aber das ist immer schwer, weil ich bin ja nebenher noch am Aufnehmen, am Reden und so weiter. Und dann kann ich immer zwischendurch kurz einen Kommentar vorlesen und es dann umsetzen. Das ist dann eigentlich live, also sozusagen für mich live, für euch ja nicht unbedingt, aber einfach, dass ich dann einfach die Kommentare schon im Hintergrund habe und es dann direkt umsetzen kann. Genau. Also wir haben ein paar Avocados gepflückt. Das ist aus dem Plants Megapack, genau. Und ist unsere erste Nahrungsquelle, nicht Einnahmungsquelle. Ja. Und jetzt suchen wir kurz eine Höhle oder so am besten. Ja, wir haben ja auch viel mehr Gegenstände. Wir haben ganz viele Baumods drin, wo wir auch ja, ein bisschen aufgehalten werden. Also es muss ein bisschen schneller gemacht werden am Anfang. Später können wir uns gegen Monster wehren. Soll ich sagen, am besten wieder hinpflanzen, wenn es geht. Ah, jetzt war es okay. Also es gibt recht viele Dekorationen, Wildnis. Ich habe mir eben auch so gedacht, dass wir wirklich alle ja, Zeitzonen und so verwenden. Und das schauen, dass nicht alles kunterbunt ist. Also, dass wir auch mal ein bisschen mittelalterlich bauen an einem Ort und an einem anderen Ort, mal ein bisschen Zukunft bauen, aber nicht so nah beieinander oder ein bisschen kombinieren, aber so, dass es noch authentisch wirkt. Also, wir haben leider keine Höhle hier in der Nähe. Das liegt auch ein bisschen an ein paar Mods, dass da weniger Höhlen generiert werden können, weil es irgendwie wieder vollgestopft wird. Also, die Höhen werden wieder zugestopft und so.
Ja, es ist aber eine schöne Landschaft, also hier können wir recht gut bauen. Ich freue mich schon auf die ersten Gebäude, kleinen, aber feinen Gebäude. Also Kohle haben wir schon mal. Machen wir direkt zuerst eine Spitzhacke. So, was mir in der letzten Zeit so ein bisschen aufgehalten hat, Videos zu produzieren, war eigentlich vor allem das Internet. Das ist sehr unstabil bei mir. Kommt immer wieder drauf, ja, es kommt einfach immer wieder vor, dass ich einfach so kurz kein Internet habe. Einfach, ja, so 2, 3 Sekunden und da werde ich meistens aus Games, die online sind, gekickt. Und deshalb bin ich jetzt auch immer wie mehr am Sport machen gewesen. Jetzt momentan fühle ich mich so fit, dass ich wirklich nur wenig Sport pro Tag machen muss, um genug, ja, Auslauf zu haben sozusagen. Genug Bewegung. Und deshalb kann ich jetzt auch wieder ein Projekt starten. Außerdem ist die Motivation nicht immer so, groß, wenn es um ständig irgendwie dranbleiben ist. Also wenn ich jetzt irgendwie ja, so Riesenprojekte habe, kann es dann gewesen sein, dass ich dann wirklich wahrscheinlich einige Zeit nicht mehr Videos gemacht hätte oder so. Und das habe ich jetzt so ein bisschen wieder, ja, mich motivieren können, auch dran zu bleiben, weil es ist nicht immer leicht. Man sieht halt immer wieder sehr viel Hass, sehr viele Leute, die einfach irgendwie, ja, spammen oder sich irgendwie lustig finden, irgendwas zu produzieren, also etwas in die Kommentare zu schreiben oder den Dislike-Button zu klicken. Die helfen auch. Also es ist für mich überhaupt nicht schlimm. Es ist nur einfach, es ist, ah, es ist nicht nötig, weil, ja, ich bin noch klein und andere sind noch klein oder die großen Leuten auch, weil sie immer ein paar mehr Dislikes bekommen und so. Aber vor allem die Kleinen muss es ja nicht sein. Und ich bin ja einer, der wirklich immer vielen Kleinen hilft, vielen kleinen Spielern hilft, also Let's Player hilft, da auch ein bisschen größer zu werden. Und wenn man das so sieht, ist es nicht gerade so motivierend. Weil ich kann ja kaum den Leuten sagen, sie würden lieber da auch ein bisschen dazu beitragen, dass es ihnen besser geht, dass sie nicht so viel machen müssen. Negatives machen müssen. Weil Positives kann man nie genug machen. Aber Negatives, ich weiß es nicht. Für viele ist es ja wahrscheinlich gar nicht so wichtig, ob es negativ oder positiv ist. Und damit erntet man eigentlich nur Hass und dann ist man selber nicht zufrieden. Dann ist man selber irgendwie gehasst. Auf sich selber. Verhasst. Und Hass ist ja nie gut. Ich bin in diesem Ressource-Pack, das ist vom Cookie Code Mod, eben diesem Mod, der so viele Gegenstände neu einbringt. Wirklich toll, dass Blätter wirklich 3D sind. Ich kann es gerne nachher nochmals zeigen. Aber die sind so wirklich, ja, sind einfach Blätter geworden. Und das ist einfach cool. Ich kann auch ein anderes Texture Pack verwenden oder ich kann auch Vanilla verwenden. Aber sieht eigentlich sehr gut aus, weil auch die Vanilla Texturen von Mods, die natürlich nicht vom Texture Pack umgewandelt werden, da auch nicht so auffällig sind. Das jetzt zum Beispiel diesen Block, der ist gar nicht so viel anders. Und das macht das so schön. Also da kann man wirklich sehr viele Mods auch drin haben. Ich habe natürlich nicht so riesen Content Mods getan. Ich wollte noch ein Tiermod reintun. Aber sobald Tiere gespawnt werden in der Nähe, leckt das so sehr. Keine Ahnung. Es ist einfach wegen Java, weil das nicht für Java gemacht wurde. Also Java kann nicht so viele Animationen und so weiter verarbeiten. Es ist sehr schnell überfordert. Und das macht zum Beispiel der Custom NPC mit den NPCs nicht. Also der hat es irgendwie geschafft, da Java gar nicht so anfällig zu machen. So, jetzt haben wir ja schon recht viel geschafft. Bin natürlich nicht gerade so ein Speedrunner. Ich genieße Minecraft immer so gut wie es geht. Bin mich manchmal auch ein bisschen zu langsam, aber
Ja, manche Spieler haben das Spiel dann schon fertig und ich bin halt dann noch nicht so beim Witter-Boss oder beim Ender-Dragon angekommen. Und deshalb kann ich da viel länger spielen. Wenn es für euch langweilig ist, ich kann gerne immer wieder so farmen zwischen den Folgen. Es muss nicht in den Folgen sein. Ich werde immer schauen, dass so viel Abwechslung wie möglich ist. Dass wir mal ein NPC erstellen. Dass wir mal ein Haus kurz ein bisschen bauen mit einem Rohstoff. Dann gleich mal wieder ein bisschen erkunden, ein bisschen Monster kloppen. Sehr viel Ding. Ja, und dann kommt ja eben das Rollenspiel. Also eigentlich mache ich ja jetzt schon Rollenspiel. Weil ich bin jetzt zum Beispiel in einer Welt und diskutiere mit euch. Ihr seid meine Zuschauer. Ihr seid meine Helfer und ich tue sozusagen euch ein bisschen mitteilen, was ich so gerade mache, was wir machen müssen und so weiter. Nur kann ich jetzt gerade nicht so reden. Oh, ich bin jetzt gerade irgendwie hungrig oder so. Ich habe keinen Hunger. Habe ich überhaupt? Ja, ich habe normal, machen wir kurz mal noch auf einfach, damit ich nicht gleich beim ersten Monster direkt Nahrungsprobleme bekommen, weil wir immer wieder heilen müssen. Also sehr viel essen müssen, weil es nicht voll regeneriert. Das braucht sehr lange. Also ein Mod hat da schon recht ein bisschen zugepackt beim Schwierigkeitsgrad, was es mit dem Hungersystem zu tun. Wenn wir jetzt noch Hauskräfte drin hätten, würde das schon echt schwer werden. Oh, da kann man irgendwelche Stäbe noch machen. Stangen wahrscheinlich. Okay, nehmen wir das mit runter. Und machen dann noch die anderen Werkzeuge. Aber wir haben jetzt noch nicht viel Eisen gefunden. Naja, ist nicht so wichtig. Ah, da oben haben wir noch ein Eisen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das Eisen ist übrigens recht cool. Es ist so dunkel. Sieht fast aus wie Weintrauben oder so. Rote Trauben. Oder Kirschen. Es ist einfach eine rötliche Färbung. Es ist nicht mehr das Kupfer. Das Kupfer haben wir dann wahrscheinlich über den Forestry Mod oder über Chisel oder so. Also da können wir sehr viel gestalten. Also ich bin sehr aufgeregt irgendwie. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen wie, oh, ich habe einen neuen Sinn. Kann jetzt wieder täglich eine Folge bringen oder mehrere Folgen, wenn ihr auch Lust habt, wenn es gut geschaut wird, kann ich mehrere Folgen, noch mehr Folgen pro Tag machen. Aber jetzt momentan reicht es, weil, ja, es wird bei nicht so bekannten YouTubern natürlich nicht so lange geschaut. Meistens überspringen sie ein paar Sachen oder sie wissen gar nicht, dass es vielleicht auch ihnen Spaß macht. Ich bin immer wieder, wenn ich ein Video einschalte, am komplett schauen. Ich habe keine Zeitprobleme, also ich nehme mir die Zeit. So, jetzt sind wir auf 7, 8, 9. Auf 10. Ich würde gerne auf 10, ab da ist Lava im Weg, dann machen wir auf 11. So. Ein bisschen Strip Mining. Am besten machen wir das so, dass wir hier direkt mal. Oh, das ist Kohle, aber das bauen wir nachher ab. Direkt mal rein buddeln. Und dann immer so. Wir das jeden zweiten machen. Kurz mal rein buddeln. Wir müssen nicht jeden Stein mitnehmen. Das können wir sonst. So ist in einer anderen Farm. Der Block hier, der On-Ore-Lava-Kristall, der kann man noch nicht. Ding, da muss man Diamantspitzhacke haben oder so. Gibt noch mehr Spitzhacken zwischendrin. Also haben wir gesagt, drei auslassen. Das muss ich ein bisschen üben noch. So. Ich wollte noch kurz etwas sagen zu meinem vorigen Thema. Und ich habe es jetzt gerade ein bisschen vergessen. Ah, dass es einfach, ja, für die Zuschauer auch ein bisschen wichtig ist, sich ein bisschen die Zeit nehmen für die Videos. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Also, in den meisten Videos werdet ihr vielleicht ein bisschen gelangweilt sein, wenn ihr so schaut. Also, ich bin einer, der relativ viel YouTube schaut. Ich schaue das ganze Craft Attack 8 und bei den meisten Leuten verstehe ich es nicht, wieso sie die Spieler nicht ein bisschen motivieren, zuzuschauen. Und ich möchte natürlich das so gut wie möglich für euch machen.
Ihr dürft sagen, gebt mir Kritik. Sagt, nee, Drago, das ist mir zu langweilig, wie du das jetzt hier unten machst. Das Graben. Kannst ja gleich mal wieder etwas anderes machen, aber jetzt sind wir noch am Anfang, jetzt können wir ja kaum etwas anderes machen. Wir müssen zuerst mal die Tiere haben, um überhaupt die Mistkräftewelten zu generieren. Und das geht einige Zeit, also das Projekt wird immer spannender, sozusagen. Weil ich kann immer wie mehr Rollenspiel machen. So, die Spitzhacke ist kaputt. Wir müssen also jetzt mal kurz wieder die Sachen hinklatschen. Aber das hier vorne. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Eisen. Oh, 23 schon. Jetzt müssen wir kurz warten auf die drei Eisen. Dann kann ich noch kurz ein bisschen nachdenken, was ich euch noch erzählen möchte. Eben, und indem ihr mitmachen könnt, in den Kommentaren schreiben könnt, was ihr wollt. Ich kann ja euch mal kurz ein Rollenspiel geben. Ich bin jetzt ein Zuschauer, möchte beim Drago einfach ein bisschen helfen, dass er einen neuen NPC bekommt. Okay, das denke ich mir. Oh, er braucht einen Wirt. Okay, ja, eine Taverne noch nicht. Was denke ich mir so an, ein Wirt? Der wird natürlich gerne ein bisschen, ja, Bier und alles Mögliche haben. Wie machen wir das Bier? Ja, am besten mit dem Alchemie-Table, dass er auch ein bisschen Alchemie hat. Und dann kann er ja beginnen mit, ja, den Lohenfarmen, mit dem Alchemietisch erstellen und so nach und an. Nachher weiter folgend wird er dann dazu kommen, dass er das Wirtshaus gebaut hat, den Wirt hingestellt hat, ihm ein bisschen etwas zu reden gegeben hat. Das ist natürlich für mich nicht so leicht, weil ich ja zuerst auch mal den Mord kennenlernen muss. Ich habe den Mord eigentlich nie richtig viel verwendet, auch wenn es einer meiner Lieblingsmods ist, ist er wirklich ja, etwas fürs Gehirn, da muss man alles irgendwie herausfinden. Es gibt nicht so gute Tutorials. Vor allem nach dem Tutorial seid ihr immer noch relativ unsicher, wie ihr es machen könnt. Es ist einfach ein bisschen kompliziert. Man muss mehrere Tasten drücken und so weiter. Aber es geht so mittlerweile. Also ja, immerhin kann ich etwas zu reden. Ding. Und da könnt ihr mir natürlich dann auch immer wieder helfen. Ihr habt für den NPC dann auch mehr Recht. Also. Jetzt kam jemand und sagen, dem der NPC nicht gehört, er soll zum Beispiel so herumlaufen. Dann weiß ja der andere gar nicht mehr, wie sein NPC agiert. Also es ist natürlich schon ein bisschen besser, wenn man da ein bisschen ja, die Freiheit einfach holt, indem man die NPC zuerst erstellen lässt. Wenn ihr aktiv sein, habt ihr drei, vier NPCs und dann könnt ihr auch sehr viel mehr wünschen, sozusagen. Aber manchmal muss es einfach sein, weil manchmal weiß ich ja auch nicht unbedingt mehr, wer der NPC erstellt hat oder so. Ich mache zwar dann eine Liste, aber das will ich ja im Video danach nicht nachschauen, immer wieder. Und deshalb, ja, ich muss mich natürlich immer vorbereiten dadurch. Aber dadurch können wir sozusagen so ein bisschen die Richtung machen, indem ja, es zu einem Rollenspiel wird, sozusagen. Also ein echtes Rollenspiel wie Skyrim. Wo Rollenspiel gemacht wird von mir. Wenn wir dann irgendwann mal einen Server haben, der wirklich gut läuft, ich sage ja nicht, das geht nicht, aber dass wir dann sozusagen. Ich mache jetzt zuerst meine Axt, weil wir haben hier unten nicht so viele Monster. So, dass wir da eigentlich immer wie mehr können. Weil es gibt talentierte Leute hier draußen, die eventuell diese Sachen auch fertig machen. Also mir zeigen können, dass wir es fertig machen können. Dann können wir uns selber machen. Es gibt mittlerweile einen Server, der ist zwar nicht von mir direkt, aber er ist sozusagen sehr gut mit mir befreundet seit Jahren. Und ja, der kann euch wirklich mit Vanilla
später danach mit Plugins und mit Mods einen Server bieten. Da könnt ihr sogar etwas vorbauen. Ihr habt zwar die Mods nicht, aber wenn ihr ein Haus habt, das sich relativ nachbauen kann, ein bisschen erweitern kann mit Mods, dann könnt ihr das mir zeigen und ich werde es dann umsetzen. Ist eben auch immer wieder ein bisschen schwer für mich natürlich, da auch gerade den Plan weiter zu verfolgen, aber ich kann so etwas machen. Leider haben wir noch keine Diamanten gefunden. Das ist schade. Naja, gut. Weil ihr macht die Freiheiten bei mir. Ich mache zwar auch euch mega Freiheit, aber ihr könnt noch mehr Freiheit haben. Bei mir könnt ihr eigentlich alles umsetzen. Also ich lasse alles umzusetzen, was ihr denn wollt. Ja, ich auch nicht zum Haten überreden. Das ist sowieso etwas, das völlig sinnlos ist. Das ist nur, weil es einen Dislike-Button gibt oder einfach Kommentare, die nicht gefiltert werden, beginnen die Leute irgendwie zu haten. Es ist so schade, wie viel Spaß ihr einfach damit verliert, indem ihr so etwas nicht zulässt, oder? Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel einem großen Projekt dabei zuschaut und ihr hatet, dann, ja, kann es so sein, dass andere Leute auch beginnen und irgendwann, das ist eine Kettenexplosion, ey. Also, irgendwann schaut, kommt es auf euch zurück. Alles Böse, was ihr macht im Alltag, kommt irgendwann auf euch zurück. Es färbt ab. Es hat eine Verbindung und die Leute verstehen diese Verbindung nicht. Ich kenne einen Kollegen, einen guten Freund, der immer wieder Leute schikaniert und der ist mega allergisch auf andere Leute, die ihn schikanieren, die ihn trollen. Wenn man das jetzt mit mir vergleicht, der kaum getrollt wird, eher so ein bisschen Anspielen gemacht werde, dass ich so der Drache bin, der Fröhliche, der Naturverbundene bin und der Rollenspielmäßige, dann ja, wird da manchmal auch ein bisschen Ding, aber ich kann das akzeptieren. Wenn jemand über mich redet, ja, er baut jetzt wieder ein bisschen natürlicher, dann ist es für mich keine Schikanation, wie man das sagt, also kein Schikanieren, sondern eine Bemerkung, die überhaupt nicht stimmt für mich. Ja, schon ein bisschen stimmt, aber ich meine einfach, es ist für mich nichts Plagendes. Und das ist ja das Gute, oder? Jetzt haben wir schon so viel gegraben, tut mir leid. Jetzt mal kurz auf die Dauer nochmal schauen. Okay, so langsam, also ich möchte nicht 30 Minuten Parts machen. Ein bisschen zu viel für noch so wenig Zuschauerlänge. Können wir da kurz eine Pause machen und machen dann weiter in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann können wir in die Richtung nochmals nach links buddeln. Ja, Monster sind schon zu hören. Auf der Minimap sind auch rote Punkte in der Nähe. Aber wir müssen die noch nicht. Aber wir hätten noch ein bisschen weiter graben können. Machen wir das im nächsten Abend, weil hier ist ja verbunden. Also ich hätte noch einen mehr, 10 Blöcke. Okay. Das ist einfach momentan, wenn wir noch so schlechte Spitzhacken haben, die effektivste Methode. Weil relativ, ja, umfangreich, wenn die Diamanten zu sehen sind. So. Aber gut, ging schon sehr gut für den ersten Part. Sehr schön. Mich freut, dass mir ein Minecraft macht, für mich eigentlich immer Spaß. Und ich bin manchmal halt auch noch nicht so zufrieden, was ich manchmal baue. Aber wenn ich sehe, dass es euch gefällt, dann ist ja gut. Und ihr könnt mich ja auch lernen, es noch besser zu machen. Gebt mir Kritik, gebt mir Feedback, also positives Feedback auch, damit ich sehe, kann das so belassen. Okay, jetzt ist gerade ein bisschen
Ja, war überfordert. Komm. So, also, dann machen wir gleich mal einen Schnitt. Das nächste Video kommt dann morgen. Freue mich auf Kommentare, auf ja, ein paar Vorschläge für NPCs, Namen, Aussehen und so weiter. Wir haben ganz viele Sachen, Rüstungen und so weiter. Also hier haben wir den Kosmetik Armor Mod irgendwo. Wir haben Schilde. Da können wir sehr gut etwas gestalten. Finde den nur hier nicht. Im Kreativ-Inventar ist es ein bisschen leichter zu finden direkt. Ah, hier. Also könnt ihr unterschiedliche Farben machen. Wir können ja eben Fraktionen machen und so weiter. Und ja, die Welt dann auf einem Online-Server präsentieren. Genau, hier haben wir auch noch mehr Rüstung von Armor Plus und so weiter. Die müssen wir zuerst herstellen können. Okay, da steht gar nicht, wie man die herstellen kann. Kann man die gar nicht herstellen? Müssen wir die danach durch Quests irgendwie erhältlich machen? Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Ist ein bisschen doof gemacht, weil ich möchte das natürlich auch im Survival machen können. Da ist Eisen noch. Okay, ich mache kurz das Eisen ab, dann beenden wir das Video. So. Also die Videolänge ist zwischen 20 und 25 Minuten und jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr als 25 Minuten. Durch das Eisen noch. So, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Drago, Basel. Tschüss.